Willkommen zurück im nunmehr 18. Part, glaube ich, von meinem Single-LP. Ich werde mal direkt wieder meinen Helm aufsetzen, wie auch schon letztes Mal, in die korrekte Ansicht gehen und wir begeben uns wieder hoch zu unserem kleinen Dächlein und machen direkt oben weiter. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, die Dachkante auf der Seite, genau. So, dann werden wir gucken, dass wir nicht abschmieren und nicht Dinger falsch umsetzen. Ah, danke, dass du es gefangen hast. Ich bin dir sehr verbunden. So, setzen wir mal ganz entspannt diese... Ist das eigentlich Spruce? Also Fichtetreppe, Tanne, irgendwas, Baum, Dingens und so. Und dann, eins nach dem anderen. Okay, gleich hier hin. Wenn ich einschlafe, falle ich vom Dach. Deswegen sollte ich vielleicht doch lieber nicht einschlafen und nicht die Treppe runtergehen, sonst falle ich auch vom Dach. Das hatten wir ja in der letzten Folge. Genug, würde ich sagen. So, und das haben wir hinter uns. Das bedeutet, wir machen hier ein Stockwerk weiter oben weiter. Okay, das klingt jetzt nicht sehr elegant. Und mir fällt auf, dass ich doch relativ zu wenig von diesen Treppen hier habe. Aber ich kann auch gar nichts dran ändern. Ich kann was dran ändern. Ich könnte ein paar craften. Krieg ich das hin? Auch hier oben. Naja, es ist so eine Sache. Ich habe definitiv zu wenig Holz geschlagen. Ich bin auch böse, ich schlage Holz. Tut das nicht zu Hause. Also schlag kein Holz, das tut dem armen Holz weh. Obwohl, der war unlustig. Huch. Also so Drehungen auf der Stelle sind immer ein bisschen gefährlich. Das endet manchmal damit, dass man in Richtungen guckt, von denen man vorher nicht mehr wusste, dass sie existieren. Naja, der war auch nicht gut, aber... Ich bemühe mich, ich hole mir noch ein bisschen Birkenholz und gucke, ob ich noch ein bisschen Tanne habe. Und breche mir noch was dabei, ja. Könnte man ein Stück Steak essen. So, das reicht für den Anfang. Und die Treppe wollte ich, auch nochmal verändern, beziehungsweise umsetzen. Und habe ich noch Holz? Nein, habe ich natürlich nicht. Nur Eiche und Eiche bringt mir nichts. Ich brauche nämlich das hier. Das hier irgendwo. Okay, das bedeutet für uns, dass wir nochmal einen kleinen Gang zu dem Wäldchen da unternehmen und uns noch ein paar Fichten holen. So. Okay, die Musik passt jetzt gar nicht, aber vielleicht doch. Wir sind jetzt in schneller Bewegung, die Musik wird ein bisschen schneller. Na, mein Schäfchen, alles klar? Was geht? Okay, es geht laggy. Da muss ich auch noch mal gucken, ob ich das Laggen bei den Tieren abschalten kann. Aber ehrlich gesagt, es gibt Schlimmeres als laggen die Tiere. Es sei denn, sie sind gerade alle hinter dir her, dann ist das doch schon ganz schön schlimm mit den laggenden Tieren. Dann denkst du doch, leck mich doch. Okay. Noch ein Baum. Ist da noch ein Holz drin? Ja, klar. Da ist auch gerade hier noch eins drin. Ja. Das war's. So, 20 Stück. Theoretisch wird das reichen, aber ich hätte gern doch noch ein bisschen mehr, dass wir nicht nochmal hier hin müssen. Das mag ich nämlich nicht. Möchte ich euch nicht zumuten, dass wir jetzt jede Folge hier zu den Fichten hinrennen und welche fällen müssen. Deswegen werde ich jetzt ein paar mehr davon mitnehmen. Allerdings, wenn ich überlege, müssten 36 Stück, das müsste eigentlich genügen. Wir können ja auch mal, Setzlinge haben wir auch. Das heißt, dass wir doch mal da hinten unser Haus auch ein paar Fichten hinstellen können.
Und da fällt mir noch eine andere Sache ein, was wir dringend mal demnächst machen müssen. Wir müssen nochmal auf eine Tour gehen, denn wir brauchen Dschungel- und Akazienholz. Oder hauptsächlich Akazienholz, weil mir das doch immer sehr schön gefällt. Schön rötlich. Damit kann man sehr schöne Böden legen. So. Sind wir schon wieder zu Hause. Geht doch ganz fix hier. Ich hatte ja irgendwie in der letzten Folge gesagt, ich wollte in dieser Folge mein Dach komplett kriegen. So. Schauen wir mal, ob wir das jetzt wirklich hinbekommen. So, 60 Stück, das müsste eigentlich genügen. Okay, hier mit unseren Treppen haben wir definitiv ein Problem. Die werden definitiv nicht reichen. Das heißt, die Idee mit dem Dach war schon wieder illusorisch. Und ein. So. Sonst ist alles gut. Okay, hier muss auch noch so einer hin. So einer. Und dann hauen wir uns mal wieder hin. Zumindest gleich, wenn die Sonne ganz hinter dem Horizont verschwunden ist. Und ich glaube, diesmal fallen wir beim Aufwachen garantiert runter. Oder ist Wispern da? Ich bin mal gespannt. Oh, tatsächlich. Wie ich ja in der letzten Folge gesagt habe, das war mal anders. Oh, ganz gemütlich Dachbau. Zack, zack, zack. Noch einer dran? Ja. So. Den noch und dann kommen wir mal die Birke wieder rein und birken uns mal darüber. Zack. Und dann wieder dieser Modus und von hier aus. So. Also mit etwas Glück könnten wir es tatsächlich hinbekommen. Aber das habe ich fast befürchtet, dass jetzt der normale Kobbel alle ist. Wir stehen unter keinem guten Stern hier. So. Wir können ja schon mal auf dieser Seite eben. Ja, Fall runter. Wir können die schon mal draufpacken eben. Eine Reihe noch. Dann brauchen wir das hier. So, zack, zack, zack. Und so, ne? Ich könnte auch Hotkeyen eigentlich, um das zu wechseln. So, und ist auch so. Hier noch eine Reihe drauf und dann gehe ich, glaube ich, mal wieder eine kleine Runde in meinen Keller. In die Pseudo-Keller-Mine, die ja noch nicht existiert. Und dort werden wir werden feststellen, dass wir fast drunter fallen, weil wir nicht aufpassen. Wir werden feststellen, dass wir hier einen vergessen haben. Zack. Hier ist es wenigstens vollständig. So. Zack, zack, zack. Und eine andersrum. So. Und bevor wir gleich weitermachen, wie gesagt, gehen wir einmal runter. Sortieren wir, was haben wir denn alles dabei? So, ein Schwert nehmen wir uns auch mal wieder nach vorne. Schaufel. Und dann sind wir runtergegangen. Toll. Sind wir hier? Ah, doch, haben wir uns doch verletzt. Ich dachte, wenn wir da drauf springen, können wir das umgehen. Aber haben wir nicht geschafft. Sei es drum. So, wir haben noch ungefähr 10 Minuten Zeit. So lange werde ich natürlich jetzt nicht hier unten rumgraben. Mal gucken, wie tief wir eigentlich sind. Doch gleich Treppen mitnehmen können, aber lass mal. Oh, da backt es. So. Oh, wir sind ja schon fast unten auf dem Level, den wir erreichen. Und wir haben eine Höhle gefunden. Wir haben eine Höhle gefunden. War jetzt eigentlich nicht Sinn der Sache, dass wir hier eine Höhle finden.
Ich denke auch gerade an... Ah, nee, ist schon okay. Ich dachte gerade, dass wir vielleicht nur ein Stück runtergehen, ein Zwischenlevel machen und dann weiter. Aber es ist schon ganz okay. So. Zack, zack. Und dann Fackeln haben wir dabei. Adamantium haben wir gefunden. Und Eisen. So, eine Fackel dahin. Damit ihr auch was sehen könnt. Das ist mir auch die letzte Folge noch aufgefallen. Oder beziehungsweise irgendwann nach der letzten Session, als wir ja mit Alex in der vorletzten in der Höhle waren, haben wir dort ja auch eine ganze Menge Adamantium gefunden. Was mir nun schlussendlich aufgefallen ist, ist nämlich der Umstand, dass wir das Adamantium wahrscheinlich in der Lava verloren haben. Weil ich definitiv sagen muss, ich habe es nicht mit rausgenommen. Hab extra nochmal in die Kisten geguckt, offscreen zwischendurch. Und habe es echt nicht gesehen. So, hier ist noch Eisen. Das heißt, es ist gut, wenn wir noch ein bisschen was davon finden, weil es ist ja jetzt nicht das schlechteste Material. Obwohl, gut, es könnte häufiger sein, dann wäre es noch schöner, aber ich will mich jetzt nicht unbedingt beschweren, es ist schon okay, wie es ist. So. Einen gehen wir noch tiefer, dann haben wir die Höhe unserer Mine erreicht. Würde ich mal meinen, müsste ich mal gucken jetzt. Gucken, wie das mit der Fackelsymmetrie aussieht. Die Fackel möchte aber dahin. Das heißt, wir müssen noch einen tiefer. Eigentlich vollkommen sinnlos, wenn man es genau betrachtet. So. Aber jetzt haben wir nämlich das Glück, dass unsere Fackeln genau passen, wir die direkt hier weitermachen können. Ich schon sagte, sinnlos, aber optisch ansprechend. Und das ist es ja, worum es hier geht. Es soll optisch ansprechend sein. Fragen sich natürlich einige, wenn es optisch ansprechend sein soll, wieso benutze ich dann dieses Texture Pack statt dem anderen? Nun ja, das hat halt damit zu tun, das andere war zwar höher aufgelöst, hatte also teilweise nicere Texturen, aber dieses hier, also ich finde wirklich, dieses hier ist von der Atmosphäre ziemlich unschlagbar. Das ganze Drum und Dran dieses Texture Packs ist relativ umwerfend. Okay, das war Lapis. Redstone. Aber deswegen sind wir jetzt hier. Wir haben jetzt, ja, wir haben jetzt 1,5 Stacks Stein oder 2,5 Stacks Stein wieder zusammen. Die Höhle hier gucken wir uns demnächst einmal an. Bin mal gespannt, wie groß die ist. Und wir können jetzt definitiv wieder aufs Dach steigen und das Ganze vielleicht noch zubekommen. Wir haben da noch ein paar Minuten Zeit. Oh, diese Treppe, das eiert. Packen wir mal weg, das packen wir uns wieder rein. So, Schaufel werden wir auf dem Dach hoffentlich nicht brauchen. So, dann mal wieder runter und Leitern holen. Okay, wir haben sogar noch Leitern. Das ist eine schöne Sache. So, übrigens auch 3D ist, nur mal um an das Aufgezählte der 3D-Texturen in der letzten Folge ein bisschen anzuknüpfen. So, nein. Ah. Schwerer Fehler. Beziehungsweise dummer Fehler. So. Zack. Und nochmal. So, jetzt machen wir hier wieder die Steine drauf. Das müsste schon die letzte normale Reihe sein. Und da habe ich wieder einen Fehler gemacht. Man macht doch gerne Fehler. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das sollte man nicht so sagen. Man macht immer eine gewisse Anzahl von Fehlern, das lässt sich nicht vermeiden. Im Let's Play macht man immer gern etwas mehr, als man gewöhnlicherweise machen würde. Was auch daran liegt, dass man irgendwie total abgelenkt ist und sich mit 100.000 Dingen gleichzeitig beschäftigt. Und dann passiert einem so eine Scheiße. So.
Ich meine, man quatscht ja und dann überlegt man viel, was soll ich sagen, was erzähle ich als nächstes? Bin ja froh, dass ich nicht dabei bin, irgendwelche großartigen Themen zu behandeln. Wo ich schon sagen muss, dass diese letzten beiden Folgen so rein von der Eloquenz ziemlich gut waren. Dass ich die wahrscheinlich sogar selber gucken würde. Gut, ich würde meine Let's Plays wahrscheinlich so oder so selber gucken, theoretisch. Ich weiß, sie sind nicht unbedingt die spannendsten, aber es ist halt. Es sind halt Bau-LPs. Eigentlich könnte ich ja unbedingt Let's Build Minecraft oder irgendwas. So, die Texturen da unten flackern ein bisschen. Hat damit zu tun, dass dort sehr viele Linien sind. Und wenn so Linien direkt nebeneinander sind, sorgt das für diesen optischen Effekt, dass das alles ein bisschen flackert. Obwohl in dem Fall liegt es eher an der Grafikkarte statt an unseren Augen. Aber auch in der Natur tritt dieses Phänomen mit unseren Augen auf. Deswegen haben zum Beispiel Zebras diesen Look. Weil die Streifen einfach auf Entfernung ein wenig verwirrend sind und man sie nicht genau erkennen oder zählen kann. Das verwirrt dann ein wenig die Haupttiere und die sind dann ein wenig sicherer, deswegen, ja. Und das bei den Texturen haben wir das, aber einen ähnlichen Effekt, natürlich aus anderen Gründen. So, ich würde mal eben gucken, kriegen wir dieses Dach denn noch zusammen? So, das da. So, hier mache ich gerade nämlich ein mehr. Da wird es auch schon wieder dunkel. Das heißt, ich kram mal eben das Bett raus und wir legen uns noch mal ein bisschen hin. Ist natürlich wieder nicht dunkel genug, um zu schlafen, wie immer. So, ich hoffe, das ist alles richtig. Hat sich hier alles richtig gesetzt, sonst sieht das nämlich aus der Entfernung ein bisschen scheiße aus. So, jetzt brauchen wir nämlich auch Slabs. Die wollte ich nämlich hier drauf machen. Und hier kommt, ja doch, das ist schon korrekt so. Allerdings wollte ich dann an dieser Stelle gleich eine Treppe setzen. Die wir hoffentlich noch haben. Ich glaube, hoffe ich habe die nur weggepackt. Ja, ich habe die nur weggepackt, das geht ja noch. Wäre nämlich nicht schön, wenn wir die gar nicht mehr hätten. Zack, zack. So ist das gut so. Slap, slap. Slap, Bett weg. Wehe, du fällst darunter, genau. Wollte ich dir auch geraten haben, mein liebes Bett. Nee, der ist definitiv falsch. Auf jeden Fall ist der falsch, und zwar sowas von. So, sieht's aus. So, zack, zack, zack. Hier müssen wir wie auf der anderen Seite einen weiter raus. Allerdings haben wir hier das Glück, dass wir alles ein bisschen besser erkennen können. Todesmutiger Sprung auf die andere Seite über die einen Blocklücke. So, wieder einer und das. Das Fiese kommt später erst noch, weil wir müssen hier noch einen Balken drunter legen und ich weiß noch gar nicht, wie ich das später machen werde. So, hier. Zumindest zwei. So, Slabs haben wir wahrscheinlich zu wenig dabei. Aber die werde ich mir definitiv hier oben zusammen basteln, weil ich möchte jetzt nicht runtergehen. Wir kommen auch jetzt so schlecht auf unser Dach wieder drauf. So, eigentlich sollte ich hier, wenn ich im Baumodus bin, sollte ich eigentlich immer so ein Crafting-Table in der Tasche haben. Das wäre auf jeden Fall besser. So, das sind auf jeden Fall genügend. So, zack, 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 zack. Fertig. Okay, dann lasst uns mal die beiden hier entfernen. Hier hin und hier setzen wir einfach zwei ganze drauf. So. So ist unser Dach doch schon mal jetzt für den Anfang fertig. Später brauchen wir noch einen Schornstein.
Vielleicht auch zwei. Muss ich aber erst gucken dann, wenn es soweit ist. Und dann bewegen wir uns mal nach unten hier über den Baum. Und dann war es das auch schon wieder mit diesem Part. So ziemlich. Ich mache noch eben die drei Bäume platt. Und ich hoffe, es hat euch soweit alles ganz gefallen. Bewertet dieses Video und lasst mir, wenn ihr geneigt seid, noch ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Part. Man sieht sich. Thank you.